Vom Glück ist Freitag. Ein ganz normaler Wahnsinn von der Woche mit dem Fabian Unterrecker und seiner Freitagsrunde. Der Bundesrat Didier Burkhalter. Am Mittwoch hat er seinen Rücktritt verkündet. Seit 2009 ist er Bundesrat. Ende Oktober hat er dann seinen letzten Amtstag. Das wollen wir natürlich analysieren. Nationalrat und Weltwochenchef Roger Köppel. Es fliegt weg, der Didier Burkhalter, wie am Morgen ein Faulen nach Pfalter. Selbstdichtet. Aber um was geht's? Die Weltwoche hat recherchiert und weiss, dass der Didier Burkhalter künftig nicht ein VR-Mandat annimmt, sondern künftig als Model arbeitet. Und zwar als Ersatz vom George Clooney für einen Espresso. Der Burkhalter als ein Espresso-Model, das? Absolut. Die Marketing-Leute haben gefunden, wer wie der Didier Burkhalter jahrelang neben Johann Schneider am Mann gesessen und nicht ins Koma gefallen ist, der müsse ganz viel Koffein im Blut haben. Ja, den können wir selber fragen. Wir haben bei uns Bundesrat Johann Schneider am Mann. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich habe meinen Namen gehört. Also meinen Doppelnamen. Jawohl, Herr Bundesrat. Sie verlieren ja jetzt Ihr FDP-Gespönli im Ratszimmer. Ja, es ist traurig. Der Didier Burkhalter war wie ich. Er war ein Dynamiker, ein Schnelldenker. Er sprach so schnell Deutsch wie ich. Das muss man sich vorstellen, sagen. Danke vielmals. Vielleicht denken wir jetzt gescheiter auch ein bisschen über Nachfolge nach, oder? Wird es wieder ein FDP-Mitglied? Es gibt eine Kampfwahl? Es wird Zeit für 28 neue SPA-Bundesräte. Was? SP-Präsident Löwer, 28 neue Bundesräte? Ich meine, sind doch von allen Parteien total nur 7? Ja, die SP fordert, dass der Bundesrat auf 35 Mitglieder aufgestockt wird. Damit könnte jeder Bundesrat in einem familientauglichen Jobsharing im 20% Job arbeiten. Tönt recht abenteuerlich. Ja, es tönt nicht nur abenteuerlich, Fräulein Fetsch. Es ist sogar absolut ein Mumpitz. Guten Morgen, Politbüro, der Christoph. Wenn Sie 28 Bundesräte haben, dann müssen Sie nicht mehr ein Gruppenbild vom Bundesrat machen. Dann können Sie gerade Bundesratstapeten machen, verstehen Sie? Und noch etwas. Wer sagt denn, dass es unter diesen vielen Bundesräten nicht plötzlich Muslim hat? Oder noch schlimmer, Deutsche, so billige, alte Bundesräte, die die Löhne und Qualität im Bundesrat drücken. Armes Schweizerland, sage ich da nur. Auf das aber. Trinken wir am besten Schweizer Bier an der Tankstelle. Der Nationalrat überlegt sich ja, das Alkoholverbot an der Autobahnraststätte aufzuheben. Das empfiehlt die Kommission. Und jetzt muss der Ständerat das noch durchwinken. Ja, das ist doch super. Ja, wie gesagt, ja, ich bin voll dafür. Baschi, also was, bist du voll oder dafür? Ja, beides. Aber Baschi, ich meine Alkohol am Steuer. Ja, nein, ich sicher nicht. Also eben, 0 Promille beim Baschi in Sachen Autofahren. Ja, wie gesagt, ich meine, wenn du in einer Hand den Joint und in der anderen das Bier hast, ja, wie willst du denn noch steuern können? Oder? Es geht gar nicht. Ja, darum kein Alkohol am Steuer. Oder? Ja, lieber sich vorher besaufen. Zum Glück ist Freitag mit dem Fabian Unterrecker. Alle Folgen auch immer online als Video oder Podcast srf3.ch.